Ich freue mich sehr, Sie mal wieder zu sehen, ja, ja. Herr Stoiber, vor allen Dingen. Wenn Sie heute, Herr Stoiber, auf die CDU-CSU gucken, ist das noch eine Volkspartei für Sie? Ja, natürlich. Ja? Ja, der Anspruch ist klipp und klar, alle Menschen unterschiedlichster Interessen, unterschiedlichster Herkunft anzusprechen. Ja, ich frage Sie deshalb. Ja, nein, das ist, dass Volksparteien haben ja nun, haben's ja nun sehr, sehr schwer in Europa. Ja. Das ist ja nicht nur eine deutsche Thematik. Sie, SPD, die sich ja auch mal Volkspartei genannt hat. Wissen Sie, warum ich Sie frage, Herr Stoiber? Sie haben 2018, haben Sie den schönen Satz gesagt, wer wie die SPD einmal unter 20% rutscht, für den ist die Bezeichnung Volkspartei schwierig. Die CDU war jetzt bei 19%. Ja, ist der Anspruch, aber das ist ja, das ist ja eine Momentaufnahme. Ich meine, da, daran will man ja sich nicht messen lassen, sondern man will ja wieder nach vorne kommen. Okay, aber Sie verstehen mein Problem. Ja, ich verstehe das Problem, klar. Das ist, man, natürlich, also gilt das heute nicht mehr, was Sie da vor 3 Jahren über die SPD gesagt haben? Naja, das weiß ich nicht. Ich also meine, schon. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir die Volksparteien insgesamt, und die sind in Deutschland und sicherlich auch in vielen Teilen Europas ein wichtiger Teil der demokratischen Auseinandersetzung der Demokratie. Weil Herr Lanz, Sie müssen ja immer versuchen, die Interessen gemeinsam zu wahren. Ich meine, die größte Herausforderung, die uns jetzt morgen, übermorgen und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich stellt, das ist, wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Das ist eigentlich der große Wurf Nachkriegsdeutschlands, Ludwig Erhard. Der soziale Ausgleich war sozusagen bestimmend für die Republik jahrzehntelang. Genau. Und jetzt kommt zu dieser sozialen Herausforderung, der Ausgleich kommt jetzt, die ökologische Herausforderung, ökologische Marktwirtschaft. So. Und das, diese ökologische Marktwirtschaft mit der sozialen Marktwirtschaft zusammenzubringen, ist die größte Herausforderung, die wir auch haben. Das muss gelingen. Und dafür sind meines Erachtens jetzt nicht Ein-Punkt-Parteien oder die ein Interesse sozusagen in den absoluten Mittelpunkt stellen und das Interesse der anderen ein Stück nachrangig behandeln. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Ja, und das hat aber die SPD jetzt auf 25% gebracht. Lassen Sie uns einmal wirklich über die Union sprechen. Wenn man sowas hört, jemand wie Sie, der so erfolgreich Wahlkämpfe gemacht hat, auch gewonnen hat, der mit sensationellen Ergebnissen auch also in Bayern bei Bundestagswahlen reüssiert hat, wenn man hört, die sind jetzt bei 19%, dann hören Sie Ihren Parteifreund Markus Blume, den CSU-General, der sagt, naja, so mit Markus Söder würden wir deutlich besser dastehen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, das ist heute nicht mein Thema. Aber also, meins. Ja, das mag ja sein. Aber jetzt geht es in den 1,5 Wochen gemeinsam zu erreichen, dass die CDU-CSU, das ist ja nun das Kernthema, die stärkste Fraktion wird. Meine Frage ist, hat Blume recht, wenn er das sagt? Ohne Laschet und mit Söder würden wir besser dastehen. Ja, es gibt keine Einzelbegründung. Ich meine, Sie haben eine Kanzlerin, die 16 Jahre Bundeskanzlerin war. Und wenn dann sozusagen diese Persönlichkeit abtritt und jetzt auch noch abtritt, indem sie den Parteivorsitz nicht mehr anstrebt, nicht mehr angetreten ist. Und natürlich als Kanzlerin ist das sicherlich eine Entlastung für sie. Ich verstehe. Aber auf der anderen Seite ist das wahnsinnig schwer, an den alten Traditionen anzuknüpfen. Denn jede Persönlichkeit, die jetzt das Amt der Kanzlerin aus der CDU haben möchte und anstrebt, hat natürlich eine andere Herausforderung, wenn man als Kanzler antritt oder das erste Mal das. Nicht einer solchen Persönlichkeit. Ich weiß, Herr Stoiber, stimmt es, dass die Kollegen vom Spiegel haben das neulich berichtet, dass Sie sogar angerufen worden sind mit der Bitte, das jetzt endlich mal zu lassen, diese dauernde Unterstützung für Söder? Von einem gewissen Wolfgang Schäuble kennen Sie. Ja, den kenne ich sehr gut und sehr lange. Wer hat Sie nicht angerufen? Wir haben miteinander telefoniert, okay. Das ist keine Frage. Aber, und Sie haben gesagt, okay, ich höre jetzt auf damit und erzähle bei Lanz, dass Laschet toll ist. Ist doch klar, dass man als Ehrenvorsitzender, man hat ja keine aktive Verantwortung, dass man als Ehrenvorsitzender, der die CDU sehr gut kennt, die Handelnden sehr gut kennt, und zwar Jahre, Jahrzehnte lang, auch dort ein gewisses Vertrauen hat. Und wenn man dann darüber redet, wie kann man denn den Konflikt, den es immer schon gab, den es zwischen Kohl und Strauß gab, die Auseinandersetzung... Sie haben das damals mit Frau Merkel anders gemacht. Ja, die
die Auseinandersetzung waren riesig. Ich meine, bei der ersten Ausrufung des Kanzlerkandidaten Kohl ohne Rücksprache mit Strauß, da war die Hölle los damals in der CSU, aber letzten Endes hat Strauß dann am Ende akzeptiert. Und es gab immer Auseinandersetzungen, ja, mal mehr, mal weniger. Ja. Aber jetzt geht es nicht um die wer wäre wenn oder was wäre wenn. Das kann doch eine politische Partei jetzt gar nicht stellen. Darf ich noch ganz kurz fragen, mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Markus Söder, der könnte das, oder? Der wäre ein guter Kanzlerkandidat, oder nicht? Warum wollen Sie das jetzt von mir wissen? Na, weil ich versuche. Er hat alle Voraussetzungen, genauso wie Armin Laschet. Voraussetzungen. Sie kennen, ich kenne ihn nun wirklich sehr gut. Er war lange Jahre mein Generalsekretär und habe ihn die ganzen Jahre, Jahrzehnte immer begleitet und gefördert, soweit ich das konnte. Das ist gar keine Frage, aber so ist nun mal entschieden worden. Ja. Und ich kann nur sagen, ich will Sie nicht, wenn der Schiedsrichter der Videobeweis sagt, das ist ein Tor, dann kann ich nicht noch monatelang um dieses Tor diskutieren. Ja. Eigentlich habe ich gewonnen. Dieser Konflikt war ja ein wichtiger Konflikt. Ja, und der Videobeweis hat ja in dem Fall sogar einen Vornamen. Wolfgang, Nachname Schäuble. Insofern ist das irgendwie vielleicht ein etwas schräger Vergleich. Frau Meier, wie haben Sie diesen Parteitag wahrgenommen? Diese spontane Liebe der CSU zu Armin Laschet? Naja, die CSU kann sehr gut klatschen. Das ist erstmal auch nichts, was schlecht ist. Und irgendwie auch liebenswert. Eine emotionale Partei, ja. Genau, und man hat ja auch bei der SPD, als es denen so schlecht ging, gesehen, je mehr Gespaltenheit, desto schlechter geht es der Partei, der Volkspartei. Das heißt, es ist erstmal ein kluger Schachzug zu sagen, wir begrüßen den jetzt hier mit aller Euphorie, die wir haben. Und es geht ja auch am Ende um deren Mandate, weil man ja auch in Bayern merkt, dass niemand mehr CSU dann wählen will, weil eben man dadurch auch Laschet zum Kanzler macht. Und ich glaube, für viele Menschen ist er tatsächlich das Problem. Julius von der Laar, dieser Wahlkampf, an welchem Punkt ist das gekippt? Sie als jemand, der Wahlkampfstrategien sich sehr genau anschaut. Ich finde, dieses ganze Timing, der Zeitrahmen dieses Wahlkampfs, ist ja wirklich bemerkenswert. Und wie alle so die Höhen und dann eben auch Tiefen hatten. Die eine Storyline war am Anfang die Grünen. Ne? Und wir haben gesehen, wie Annalena Baerbock in den Umfragewerten eben auch nach oben geschnellt ist. Wir haben dieser Tage eine Grafik, haben die Kollegen aus der Redaktion vor. Vielleicht können wir die noch mal kurz zuspielen, weil das erklärt das sehr, sehr gut. Sprechen Sie bitte weiter. Ja, nee, aus dem Stand da auf 25-26%, als sie zur Kandidatin gekürt ist. Und dann wurde ja auch einfach, da sehen wir es genau, da ist es richtig, genau. Dann eben auch dieser extreme Absturz in den Umfragewerten. Ne? Und das war im Endeffekt die erste Kandidatin, die dann eben auch den heißen Scheinwerfer auf sich gerichtet bekommen hat. Mhm. Und dann kam eben der Nächste und das war eben Armin Laschet. Und es kam dann eben zu diesem Moment, wir haben ihn alle schon 100-mal gesehen, wir sehen es dort in der Kurve, wo dann eben natürlich auch die Flut kam und Armin Laschet eben nicht der Kanzler war. Und ich glaube, es wäre der Moment gewesen, wo er auch direkt hätte zum Kanzler werden können, er aber dann, wie gesagt, gelacht hat. Insofern, wenn Sie mich fragen, was der Moment war, ich glaube, es war einer der Momente. Wenn wir nochmal auf dieser Kurve ein bisschen weiter nach hinten gehen, sozusagen in die Vergangenheit springen. Ja. Man sieht zunächst mal, sind die knapp unter 40% unterwegs und dann kommt ein erster Absturz. Das war die Auseinandersetzung und deswegen frage ich so danach, Herr Stoiber, gib mir jetzt recht, das halte ich jetzt fest fürs Protokoll, nickt. Das war die Auseinandersetzung mit Markus Söder. Ich glaube, das ist ja eines der großen Phänomene in diesem Wahlkampf. Normalerweise sind es ja immer die Sozialdemokraten, die untereinander so unfassbar zerstritten sind. Mhm. Und das ist wirklich einer der ersten Wahlkämpfe, wo es eben die SPD geschafft hat, so wahnsinnig einheitlich zu sein. Kevin Kühnert, Saskia Esken, Novabu, alle singen im Endeffekt das hohe. Das ist ein Narrativ, die werden versteckt. Die Partei, die Bedeutung dieser Personen, die Sie gerade nennen, die kommt ja erst, wenn die Wahl vorbei ist und Sie welche Möglichkeiten immer haben. Das müssen Sie dann in der großen Runde sozusagen intern erörtern. Deswegen ist ja auch der Vergleich ein bisschen schief. Bei Obama wurde ein Präsident gewählt, der keine Koalitionsverhandlungen führen musste. Bei Macron wurde ein Präsident geführt, der zwar eine Partei hat, aber die spielt ja keine Rolle, sondern er hat eine ganz andere Machtmöglichkeit. Hier in Deutschland wird in erster Linie die Partei gewählt und du hast noch drei oder vielleicht zwei oder drei Koalitionspartner. Du musst dich mit unendlich vielen unterschiedlichen Meinungen rumschlagen. Und sie werden doch nicht glauben, dass ein Kanzler, auch wenn er eine Richtlinienkompetenz hat, all diese Widerstände so überwinden kann, wie das Obama als Präsident konnte oder wie das Macron kann. Wenn Sie den Vergleich mit den USA machen, wir saßen genau vor einem Jahr hier und haben auch über den US-Wahlkampf geredet.
Und genau da kamen von Trump ähnliche Argumente, wie wir sie heute sehen. Ne? Die haben gesagt, ja, ihr wählt Joe Biden, aber in Wirklichkeit kommt Alexandria Ocasio-Cortez und Nancy Pelosi und Bernie Sanders wird den Sozialismus ausrufen. Und dann kam aber halt eben doch Joe Biden, der ein relativ moderater Typ war. Das ist ein total guter Vergleich, ne? Weil in Deutschland wird doch auch gerade der Sozialismus ausgerufen, oder nehme ich das falsch war? Rot-grüne Schreckgespenst, hoch und runter. Ne? Und ich meine, rote Socken reloaded, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt aber nicht. Das ist nicht ganz fair, was hier... Sei das hier oberflächlich, muss ich mal ganz offen sagen. Damals ging es in den 90er Jahren um ganz was anderes. Ob die SPD in Sachsen-Anhalt mit der Nachfolgepartei der SED eine Koalition eingeht, das war damals ein Quantensprung. Das kann man Tabubruch. Das kann man nicht. Das war eine Veränderung. Ja. Das wurde bisher ausgeschlossen. Die SPD hat das ausgeschlossen. Genau. Scherping hat das als Parteivorsitzender ausgeschlossen. So, Geschichte. Heute geht es um etwas anderes. Ich meine, Sie haben heute eine Situation, dass die rot-rot-grüne Regierung mit den Linken zusammen natürlich eine Koalition bilden kann, wenn das Wahlergebnis so ausgeht, wie es gegenwärtig prognostiziert. Das heißt, eine reale Gefahr, die es vor 4 oder 5 oder 6 Wochen so real überhaupt nicht gegeben hat. Und jetzt muss man natürlich mal sehen, diese rechts-links oder Mitte-links ist natürlich in Deutschland ein Stückchen anders verankert als, glaube ich, in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund der Tradition. Und wenn Sie jetzt, Herr Lanz, wenn Sie mal schauen, Oskar Lafontaine, SPD-Vorsitzender, hat gegen seine Partei, gegen Schröder gekämpft, hat eine eigene Partei gegründet, hat sie dann mit der Nachfolgepartei der SED, mit der PDS verschmolzen zur Linken. Und wenn Sie so wollen, ist das jetzt, wenn es so etwas gäbe, eine rot-rot-grüne oder rot-rote Koalition, also die Linken mit der SPD, das wäre auch wieder ein Quantensprung, wenn man das historisch sieht, das wäre der späte Erfolg von Oskar Lafontaine. Er hat nämlich seine Partei ja gespalten und jetzt bringt er seine alte Partei, wo er noch Fraktionsvorsitzender im Saarland ist, bringt er plötzlich in die Regierung. Also ich muss sagen, das ist ja auch ein Punkt, den wir mit den Menschen erörtern, den wir mit den CDU-Mitgliedern erörtern. So. Und da, glaube ich, müssen Sie fair sein. Der Laschet ist wirklich auf dem Parteitag natürlich auch eine Rede mit Linien von der Gründung der Bundesrepublik. Habe ich Ihnen nicht zugetraut bis heute. Vergleichsmaßstäbe. Haben Sie ihm nicht zugetraut, wenn man der Mann will? Nein, Kanzler dass er so Leidenschaft, dass er die Delegierten in dieser Weise erfasst. Ich kenne ja die Gesichter. Aber Sie haben ihm so eine Rede nicht zugetraut? Ich habe ihm nicht zugetraut, dass er diese Rede so an die Partei richten kann. Ja. Er hatte aber auch da ging es doch natürlich um den Sozialismus, der da an die Wand gemalt wurde. Die Sozialdemokratie stand immer auf der falschen Seite. Darf ich es immer ganz kurz? In der Finanz- kennen Sie folgenden Satz, Herr Stoiber? Folgender Satz. So einen Wahlkampf mit der Parole Freiheit oder Sozialismus können wir heute wirklich nicht mehr führen. Von wem ist der Satz? Der kann von mir sein. Ich war damals ein Protagonist. Was haben Sie gerade gesagt? 76 war das. Freiheit oder Sozialismus? Nein, der Satz ist aktuell. Nein, ich meine, der Wahlkampf, zwischen der CDU-CSU gestritten worden ist, ob der Slogan heißt Freiheit oder Sozialismus oder Freiheit statt Sozialismus. Da sind wochenlang, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wochenlang Streitigkeiten geführt worden. So. Aber damals hatten Sie natürlich auch noch den Sozialismus im eigenen Land. Ja. Sie hatten natürlich einen Anschauungsgegenstand in der DDR und natürlich auch die Verbindung. Das war eine andere Zeit. Heute müssen Sie ihn so führen, glaube ich. Was bedeutet die Vermögensteuer? Was bedeutet die Steuererhöhung insgesamt? Okay. Kommen wir ja dann später. Darf ich einmal in die Runde fragen? Jetzt mal ganz offen gefragt. Herr Julius von der Laar ist leicht animiert. Ich meine, es zeigt einfach so, wenn Freiheit oder Sozialismus. Ja. Meine Wahrnehmung ist, natürlich machen wir das gerade wieder. Natürlich wird irgendwie dieses sozialistische Gespenst gerade wieder an die Wand geballert, oder nicht? Ja, aber es gibt ja einen Grund, warum das nicht verfängt. Erstmal der Befund, das ist doch so. Das ist absolut. Das Schreckgespenst, die rote Sockenkampagne, wie Sie es ja eben auch gerade gesagt haben. Ich höre das schon raus in einigen. Das ist nicht fair. Aber es ging ja um fast nichts anderes in der Rede von Armin Laschet auf der Und auch wenn ich mir Herrn Merz vor 2 Tagen hier in der Sendung anschaue, so, da gab es ja schon auch einen ähnlichen Tenor auch nochmal drin. Ne? Aber ich finde es bemerkenswert, weil es zeigt ja auch, das ist ein Attest von der Ideenlosigkeit dann eben auch in diesem Wahlkampf, dass man eben nochmal eine Kampagne von vor echt langer Zeit nochmal aufwärmt und sagt, wir haben nichts Besseres. Und dann ist natürlich auch Olaf Scholz als Gegenkandidat nicht die Projektionsfläche, auf die man nochmal Sozialismus drauf projizieren kann. Macht ja keiner.
Wie macht keiner? Das macht ja keiner. Es geht ja doch. Entschuldigung. Frau Mayer, ganz kurz. Es geht doch. Darf ich einmal ganz kurz, Frau Mayer? Die war 1976. Nehme ich nicht noch nicht politische Berichterstatterin. Die Frage, die in der Hand Gottes. Sehr schön. Herr Stoiber, ganz kurz. Auch ein Akt der Höflichkeit. Frau Mayer, bitte. Sie waren 1976 noch in der Hand Gottes, sagen Sie? Ein Gedanke Gottes. Ein Gedanke Gottes. Sehr schön, sehr schön. Ich sage ja, Sie sind eine großartige Autorin. Und das heißt, mit sozusagen Vergangenheitsbewältigung haben Sie jetzt heute hier in der Runde wirklich nichts am Hut. Ich versuche es nicht. Genau. Trotzdem, ins Hier und Jetzt, Sozialismus. Haben Sie Angst jetzt vom Kommunismus gerade aktuell? Nee, und ich glaube, das verfängt auch nicht, weil eigentlich ja das konservative Menschenbild ist ja sowas ganz Liebenswertes. Also das konservative Menschenbild ist ja, der Mensch ist an sich gut und man muss den eigentlich nur lassen und alles, was er erschafft, ist bewahrenswert. Und ab und zu mal zur Beichte. Und ab und zu zur Beichte. So. Und jetzt hat aber die CDU, die Union, hat in ihrem Wahlkampf vergessen, dass man auch über dieses Bewahren sprechen muss und sich auch überlegen muss, was man eigentlich bewahren will. Also zum Beispiel, wie wollen wir eigentlich damit umgehen, dass in der sozialen Marktwirtschaft die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinandergeht? Wie wollen wir damit umgehen, dass wir die Umwelt nicht bewahren in dieser sozialen Marktwirtschaft? Und darauf gab es eben keine Antworten, weil man dachte, ja gut, wir machen einfach so weiter wie bisher. Mhm. Und wenn uns jemand stört, dann machen wir erst gegen die Grünen und dann gegen die Linken, mit denen wir seit wie vielen Jahren koalieren. Deshalb verfängt es natürlich auch nicht, weil Olaf Scholz ja, viele Leute wussten wahrscheinlich nicht mal, dass der in der SPD war. Ich habe nicht von der SPD, sondern ich habe von den Linken gesprochen. Ja, aber es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass die Linken in eine Koalition mit SPD und Grünen gehen. Ja, die betreiben das ja jetzt. Das ist ja auch neu. Wir betreiben ein das Teil ja jetzt der massiv. Partei betreibt das, betreibt das sicher, aber ein Teil möchte aus der NATO austreten. Und deshalb wird sich das wahrscheinlich für SPD und Grüne weiterhin ausschließen. Das heißt, Herr Stoiber, wenn die Linke, die Linkspartei, Teil der Regierung werden würde, das wäre der Untergang des Abendlandes? Es hat niemand gesagt, dass das der Untergang ist, sondern die Frage ist, wie entwickelt sich dieses Land weiter? Ja. Weil Sie gerade den Auseinanderfallen zwischen Arm und Reich. Ich muss ja immer mal die Vergleichsmaßstäbe herstellen. Ich kann ja nicht absolut sagen, ich will das, sondern ich schaue mal hier in Europa. Mhm. Unsere gesamte Stärke überhaupt in Europa und in der Welt ist unsere wirtschaftliche Stärke. Wir sind die viertgrößte Handelsmacht der Erde mit nur 80 Millionen Einwohnern. Immer noch oder nach wie vor die viertgrößte Wirtschaftsmacht nach Amerika, China und Japan. Das ist eine große Leistung. Und wir trauen uns ja eine Menge zu jetzt gegenwärtig. Wir sagen, und das würde mit der Linkspartei in der Regierung, da würden wir abwirtschaften. Ja, wenn ich jetzt die Frage, davon bin ich auch überzeugt, davon habe ich nie etwas gehalten. Wenn ich jetzt hergehe und unser hohes Steuersystem, unsere Steuerbelastung für die Unternehmen noch einmal ein Stück erhöhe, wenn ich bei den Linken 75% den Spitzensteuersatz, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, was ist denn da für ein Menschenbild vorhanden, wenn ich drei Viertel dessen, was der sozusagen jetzt erarbeitet, erwirtschaftet, wie auch immer in einem freien Land, einfach wegnehme für irgendwas, was ich überhaupt nicht sehe. Und deswegen sage ich, wenn ein Land diese Regierung hat und eine solche Regierung mit einer linken Partei, wo sehr, sehr starke Kräfte das vertreten, was ich gerade gesagt habe, dann wird dieses Land eine Schwächung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bekommen. Wir haben ja eh schon ein Stückchen Probleme. Okay. Das Wachstum in Europa ist höher als das in Deutschland. Wir werden ja auch ein Stückchen matter. Und wir haben wir nehmen uns etwas vor. Wir sagen, wir wollen die Industriegesellschaft so umbauen, dass am Ende, obwohl wir nur 2% CO2 ausstoßen in Deutschland, das macht nichts. Wir sind die Besten und wollen ein Beispiel setzen, dass das geht, damit die anderen dann das nachmachen. Okay. Ist ein Riesenanspruch, dass wir sozusagen dem Rest der Welt sagen, wir wollen zeigen, wie es mit der regenerativen Energie geht, wie die fossilen Stoffe natürlich keine Rolle mehr spielen und wir trotzdem eine Industriegesellschaft behalten, mit einem hohen sozialen Niveau, das die Italiener nicht haben, das die Franzosen nicht haben, das die Spanier nicht haben. Ich vergleiche mich mal nur mit den Europäern. Gehen Sie hier in ein Kreiskrankenhaus und gehen Sie in Sardinien oder in Cagliari in ein Krankenhaus in Europa, dann werden Sie mal feststellen, dass wir ein anderes Gesundheitssystem haben für den normalen Menschen.
Und das muss, das hat ja und keiner bestritten. Das ist alles erarbeitet, das ist mühsame Arbeit. Herr Stoiber, ganz kurz, Sie sind, ich mache mir Sorgen um Ihren Blutdruck. Sie brauchen Sie nicht mehr. Das sagen Sie immer. Ich weiß, das haben Sie schon vor 10, 20 Jahren gesagt. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber heute ist es wieder so weit. Nee. Und es war schon vor 20 Jahren richtig. Abgesehen davon, ja, Sie, da. Sie sind nicht mehr Kanzlerkandidat. Es geht ja, um nein, nichts mehr. Das will ich ja gar nicht. Aber es ist fast eine Triell-Situation. Ich muss jetzt ein bisschen darauf achten, dass Frau Mayer, Herr Fandela und auch Herr Fratscher auch noch ein bisschen reden können. Aber Sie haben mich ja eingeladen. Hallo, natürlich. Natürlich, die anderen haben wir aber auch eingeladen, das ist halt das Problem. Und ist auch kein Problem. Aber dieses Thema ist halt jetzt mal in die Mitte gerückt worden. Naja, total. Danach geht es um Wirtschaftsfragen. Ist auch gut, die Angst vorm Kommunismus. Also, nein, das ist, da missinterpretieren Sie mich bewusst. Das ist nicht akzeptabel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte nicht ständig sagen, Sie haben schwarze Haare. Oder Sie haben eine grüne Nase. Obwohl sie stimmt. Ich meine, so gehen Sie daher und sagen, das ist eine Nachfolgediskussion der roten Socken. Ja. Ich erkläre Ihnen, dass das sozusagen damals ein Quantensprung war. Sie negieren das einfach, weil Sie das glauben, was Sie glauben wollen. Und nee. Der zweite Punkt. Man kann ja was anderes sehen. Bei mir kommt es so an. Ich meine, ich rede doch nicht vom Sozialismus. Ich rede doch nicht von Freiheit oder Sozialismus. Sie haben mich gerade zitiert. Ja, der Satz ist nicht alt. Welche Folgen hat eine Koalition mit knappen Mehrheiten, wo die Grünen, eine 7- oder 6-Prozent-Partei, diese Machtposition bekommt, letzten Endes bestimmte Dinge durchzusetzen in einer Koalition, die meines Erachtens dem Land schaden in der Bedeutung wirtschaftliche Kraft. Und wenn wir das verlieren, werden wir auch an politischen Einfluss in Europa und in der Welt verlieren. Okay, dann einigen wir uns darauf, Sie malen ein bisschen den Teufel an die Wand und er hat zumindest rote Hörner.